Und damit willkommen zu einem weiteren Let's Show. Die Rede ist hier von Bouncy Bob, welches am 27.04.2018 im Nintendo eShop für 4,99 € erhältlich ist. Und dank der Bereitstellung des Keys durch den Publisher Sonka komme ich in den Genuss, euch das schon vorher zu zeigen. Es handelt sich hierbei um einen Arcade-Party-Plattformer, der nur auf der Sprache Englisch verfügbar ist und 176,16 Megabyte groß. Bei Bouncy Bob geht es darum, eine Horde von Zombies zu besiegen. Also es ist ein Spiel, wo man die Highscore jagen muss. Und das werde ich jetzt mit euch mal versuchen. Beziehungsweise, das war jetzt eigentlich schon doof. denn es ist, ja... Es ist komisch, das Spiel. Ihr müsst halt hier die Taste gedrückt halten, um damit zu zielen. Er bewegt sich nach links und nach rechts. Und dann könnt ihr entsprechend an dieser Stelle rutschen. Und ja. Jetzt, habe ich halt das Problem, dass ich... Ich habe das Tutorial immer gehasst. Ich habe es schon vorher mal getestet. Und jetzt ist unsere Aufgabe... Boah. Unsere Aufgabe war es jetzt, hier einen Zombie zu vernichten. Und so ist dann die Steuerung von dem Spiel. Ja. Man kann es bis ein bis vier Spieler spielen und jetzt kommen wir erst so wirklich in die Arena, aber bevor wir da reingehen, Highscore, muss ich hier ganz kurz was einstellen, nämlich das hier. Ihr habt auch HD Rumble mit dabei und ja, man merkt es zwar, aber es ist jetzt nichts, sag ich jetzt, Weltbewegendes, was mich jetzt so überzeugt. Und unsere Aufgabe ist es jetzt hier, 24 dieser lieben netten Häschen zu besiegen. Und zurück hoffe ich. Boah, hier erstmal hoch. Oh, schnell hoch. Ihr seht oben links, ich habe 5 Stück. Mein Ziel sind 24. Und ich kann wirklich nur diese zwei oder diese eine Taste drücken. Ich kann sonst weiter nichts machen, außer wirklich A drücken. Also es ist, ich möchte fast schon sagen, ein Handy-Game. So. Und schnell wieder hoch. So, jetzt müssen wir hier versuchen... Nein. es ist wirklich gewöhnungsbedürftig, liebe Leute. Es ist nicht für jedermann wirklich etwas, aber es ist auch nicht schlecht. Also ich denke mal, die Highscore zu jagen mit der Familie ist wieder was. Hier hoch. Oh, ich hab's geschafft. Und hier rüber. Und die Energie auffüllen. Denn das kann man nur einmalig. In anderen Leveln später kann man dann mehrmals die Energie auffüllen. Ich hoffe mal, dass ich das hier halbwegs gut präsentieren kann, das Spiel. Und hier wieder runter. So. Und jetzt wackelt er links, rechts und... Ich habe natürlich nicht getroffen. So, und hier wieder hoch. Jetzt besteht halt die Aufgabe wirklich nur rein darin, die nächsten Hasen kaputt zu kriegen.
Und es sieht gut aus, es sieht gut aus. Es sieht diesmal besser aus als beim letzten Versuch. So. Wow. Nein, 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 nein. Ich möchte es gerne abbrechen, das geht aber auch nicht. Also ihr könnt auch nicht sagen, ich möchte es abbrechen oder so. Zack. Und dann war schon unsere Highscore. So. Wow, jetzt bin ich gerade richtig stolz auf mich. Ja, da haben sie mich alle erwischt, aber good job, you can try your luck in the next area. Arena. Es wird natürlich auch mit Mal zu Mal schwerer. Und jetzt haben wir hier, ihr seht es schon, ein etwas größeres Level und wir haben wieder die Portale, die wir auch schon im Tutorial kennengelernt haben. Und nicht nur das. Oh verdammt, das wollte ich jetzt eigentlich gar nicht. So. Schnell da rein und wieder darüber. Und verdammt, das war falsch. Zack. Wir können jetzt hier warten. Und dann kommen dann irgendwann die Hasen runter. 3, 2, 1 und wow. Und wieder zurück. Und wow. Und wir gehen die ab. Nein, komm. Ah, Mist. Ja, drück die Taste Tab. Super. Ach Mist. So. Und hier hoch. Und hier hoch. Und ach komm. Ihr seht, also es ist jetzt kein großes Spiel, es ist einfach so ein kleines Spiel, was man mal mit der Familie, mit Freunden spielen kann. So ein kleines Highscore-Game und wer ist da der Bessere? Verdammt. So. Und wir hüpfen hier rüber. Und warten hier oben. Ich versuche ja jedenfalls mal ins dritte Level zu kommen. So, dann warten wir, bis er zu Ende wackelt. Wackeldi, dackeldi, wackeldi. Und wieder zurück. Und ah, 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 ah. So. Da unten ist so viel los. Und so. Und hey. Ich könnte die 30 schaffen. Nee, das ist doch ein bisschen blöd. Boah.
Okay. So. Und. Oh. Okay. Da sind wir safe. Ihr kommt da eh nicht hoch. Ihr versucht jetzt alle da runter zu springen. Dann versuche ich euch gleich unten alle zu erwischen. Ha. Geschafft. So, damit haben wir dann das nächste Level auch geschafft. So. Und. Tabum. 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 37. Ha. Oh, verdammt. Was sind das denn für Gegner? Was haben wir hier? Machen die sich gerade selber platt? Ach du meine Güte. Jagen mich sofort in die Luft. Dann warten wir jetzt hier schön. So. Was? Warum? Nee. Kann doch nicht sein. So. So. Oh, puh. Wir haben erst zwei Stück, liebe Leute. Die jagen sich alle gegenseitig in die Luft. Ist ein Witz. Ich hab 6 Stück erst, ey. Wow. So. So. Oh, ich will da erstmal runter wieder. So, und. So. Durch da. Nein. Wow. Nein. Nein. 21. Nein. So, und wir gehen erstmal da runter und warten, bis alle unten sind. Oder bis alle gespawnt sind, besser gesagt. Ja, kommt, springt alle runter. So.
Oh. Das ist so zum Kotzen. So, komm, spring runter. Okay. So. Weg, 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 weg. Ja, die springen runter, das ist gut, das ist gut. Ah, ah. So. Und hier runter. 24. Und nein. Oh, ich hab's geschafft, ich hab's geschafft. Oh, oh. Oh nein. So. Okay. So, und dann gehen wir wieder nach rechts rüber. Ah. Oh, oh. Oh. Das ist fies. Gut, ihr habt jetzt einen Eindruck bekommen von Bouncy Bob. Und ihr könnt selber entscheiden, ob das sozusagen was für euch ist. Wie gesagt, im Multiplayer, dann braucht ihr natürlich mehr Controller. Funktioniert halt so nicht. Danke nochmal an Sonka für die Bereitstellung des Keys. Und ja, dann sehen wir uns die nächsten Tage mit einem neuen Let's Show. Ich bedanke mich ganz herzlich, sag bis zum nächsten Mal und ich bin euer Trohot rein. Tschüss.